ist einfach platter und man kriegt es schneller mit. Aber den Inhalt, der ist da, ist den gibt es da nicht. Den würde ich hier vernehmen. Aha. Ja. Ist klar. Das war das vierte Buch, ne? Ja. Was wir jetzt zuerst haben. Mhm. Der Dramatiker Heiner Müller in München. Er will mit Alexander Kluge über den römischen Geschichtsschreiber Tacitus sprechen, dessen Lakonie und Kürze, dessen Mischung von Bericht und Literatur ihm als frappierend modern aufgefallen ist. Tacitus schrieb seine Annalen, seine Darstellung der römischen Kaiserzeit, um das Jahr 112 nach Christus. Seitdem sind 1900 Jahre vergangen und es fällt nicht leicht, an einem Sommertag im August sich das antike Rom vor Augen zu führen. Über das Vergangene scheint man nur sprechen zu können, wenn der Vergleich mit der Gegenwart möglich ist. Das ist der Tod des Tiber. Ja. Also Tiber ist Tiberius, ne? Das, um das klar zu machen. Jetzt verließen den Tiber Körper und Kräfte, nur die Verstellung nicht. Noch immer das harte Herz, noch immer das Gesuchte in Reden und Mienen. Zuweilen nahm er erzwungene Munterkeit an, um die sichtbarste Entkräftung zu hehlen. Und nach öfterer Veränderung des Aufenthalts blieb er endlich am mycenischen Vorgebirge auf einem Landhaus, welches vordem Lucullus besessen hatte. Daselbst entdeckte sich die Annäherung seines Endes auf folgende Art. Es war ein vorzüglich geschickter Arzt bei ihm mit Namen Charikles, der zwar seine Gesundheitsumstände nicht eigentlich zu besorgen hatte, aber doch sich zuweilen konsultieren ließ. Dieser unter dem Vorwand, in eigenen Geschäften zu verreisen, fasste seine Hand, als wenn er sie küssen wollte, und fühlte ihm nach dem Puls. Tiber aber merkte es und ließ, vielleicht wirklich aufgebracht, seinen Unwillen desto mehr zu bergen, vom frischen Auftragen, und blieb ungewöhnlich lange bei Tafel, als ob er es seinem abreisenden Freund zu Ehren täte. Charikles indes versicherte den Makro, dass er schwach werde und es nicht über 10 Tage mehr treiben würde. Makro ist der Freigelassene. Der Freigelassene, der den praktisch erste Privatsekretär. Ja. Von dem Augenblick an wurde unter den Anwesenden schleunig Abrede genommen und Eilboten an die Legaten und Armeen abgefertigt. Am 16. März überfiel ihn eine Ohnmacht und man hielt ihn für tot. Schon trat Cäsar unter dem Gedränge der Glückwünschenden hervor, die Regierung zu übernehmen. Stiefelchen. Caligula, Cäsar, ja. Mhm. Wobei der hier die Eigenheit hat, immer K zu schreiben, wo normalerweise C steht. Die Regierung zu übernehmen, als es plötzlich hieß, Tiber bekomme Sprache und Gesicht wieder und man rufe den Bedienten, dass sie Speisen bringen sollten, den Geschwächten zu stärken. Das verbreitete allgemeines Schrecken. Die anderen verloren sich und jeder stellte sich bekümmert und unwissend. Cäsar, also Caligula, stand sprachlos und erwartete statt der höchsten Aussichten seinen Fall. Makro, unerschüttert, gab Befehl, den Alten mit Decken zu ersticken und jedermann von der Tür zu entfernen. Solches Ende nahm Tiber im 78. Jahr seines Alters. Seltsame Bräuche. Ja, sag mal, übrigens bei Stalin, das beschleunigt worden ist. Ja. Glaubst du eigentlich, dass das alles wahr ist? Ach, glaube ich schon. Das ist ja geschrieben von einem Tendenzautor der nächsten Kaisergeneration und zur Belehrung. Ich halte es für die vorzügliche Aufgabe der Geschichte. Das ist Tacitus. Ja. Was schreibt er da? Ich halte es für die vorzügliche Aufgabe der Geschichte, dafür zu sorgen, dass die Tugenden nicht vergessen werden und dass schlechtes Reden und Tun bedroht sei durch die Furcht vor Nachwelt und Schande. Und zwar nicht der Geschichtsschreibung, sondern der Geschichte. Ja, ja. Die Geschichte selber ist ein Lehrmeister. Mhm. Nun ist das ja vielleicht nicht die, das Selbstbewusstsein der Geschichte. Also vielleicht will die das gar nicht oder macht das gar nicht. Ja. Und insofern kann es natürlich sein, dass diese Kaiser nicht diese Scheusale sind.
Du würdest das angehen. Es gibt keine Gegendarstellung eigentlich. Nein, es gibt keine Gegendarstellung. Obwohl das auch nichts besagt. Ja, was ganz schwer auszumachen ist, ist der Übergang von der Chronik zur Literatur bei Tacitus. Und natürlich ist das Literatur. Und das geht bis in den Stil und in die Syntax. Also im Verhältnis zu Livius zum Beispiel, der noch ein reiner Chronist ist, oder jedenfalls den Gestus des Chronisten hat, ist der Tacitus schon ein Manierist. Und es ist bei ihm schon wie bei Ovid auch zu sehen ein Genuss an den Schrecken, die er beschreibt oder auswählt. Warum hast du jetzt mir aufgetragen, ich soll mich mit Tacitus beschäftigen? Vor 2 Jahren hast du mir die Aufgabe gestellt, ich soll den lesen. Mhm. Was war dein Grund? Was hast du dir dabei gedacht? Naja, erstmal habe ich Tacitus ziemlich früh gelesen und ich glaube, das war auch ziemlich prägend. Und deswegen muss ich den auch lesen. Und deswegen musst du ihn auch lesen, natürlich, wenn wir was zusammen machen wollen. Aber nein, der Hauptpunkt ist, dass ich überlege jetzt gerade, ob es für mich nicht immer mehr ein ästhetisches Vergnügen war, Tacitus zu lesen, als ein historisches Interesse. Mich gehen ja diese Kaiser nichts an, die interessieren mich eigentlich auch nicht. Mich interessiert nur die, dass sie zu dem Tacitus geworden sind, zu diesem Text geworden sind. Und dieser Text so in der Mischung von Kolportage. Manier und ja, Kolportage, aber auch Lakonie. Der ist ungeheuer modern oder erscheint mir sehr modern, kommt mir sehr nahe. Und dieser Lakonismus und dieser Manierismus ist ja auch nur vielleicht eine Form, die es ermöglicht, Erfahrungen, die einen sonst sprachlos machen, noch mitzuteilen in Sprache. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass der Erfahrungsdruck, unter dem der Tacitus da steht, auch wenn er persönlich nicht in diesen Situationen gewesen ist, wie Seneca oder so, aber der Erfahrungsdruck war so stark, dass diese kristalline Form nötig war, um die Erfahrung überhaupt zu formulieren. Und das ist etwas, was also auch mit meinen Texten was zu tun hat, ne? Dass einfach ein Erfahrungsdruck ist, der so ja, Kondensation notwendig macht. Sonst, ich habe neulich einen Satz gelesen in dem Zusammenhang, fand ich den ganz interessant, wo sich irgendein Philosoph darüber wundert, dass Shakespeare nicht wahnsinnig geworden ist. Das war was Ähnliches. Und er ist nicht wahnsinnig geworden, weil er das Instrument der Metapher hatte, zum Beispiel. Die Metapher im elisabethanischen Zeitalter, ja, hast du mal formuliert. Ja? Was macht die? Sie macht möglich Erfahrungen, die man nicht begreifen kann, die man nicht auf den Begriff bringen kann, auch weil es so schnell, wegen der schnellen Aufeinanderfolge ganz unterschiedlicher Erfahrungen oder widersprüchlicher Erfahrungen. Und die werden von der Metapher gebündelt und bewahrt. Und der die Metapher prägt, wird davor bewahrt, unter diesen Erfahrungen zusammenzubrechen. Was zum ist Beispiel. Eine Metapher? Das fällt mir ganz schwer zu definieren. Aber sag mal ein Beispiel. Ich will ein Beispiel sagen. Das ist jetzt von mir, also über einen Versuch, die Mauer in Berlin zu definieren, als Stalins Denkmal für Rosa Luxemburg. Das ist eine Metapher. Weil der Fluss, also in den Rosa Luxemburg geworfen wurde, ja, nicht? Also Landwehrkanal, ja. Geht genau daran lang. Streckenweise, ja.
Aber das ist ein Beispiel, glaube ich, für eine elisabethanische Metapher. Hm? Ja. Also Stalins Denkmal für Rosa Luxemburg. Ja. Du schreibst da in dem betreffenden Text, dass wenn die Geschwindigkeit der Erfahrung zu schnell wird für Menschen, sie nicht mehr direkt aufnehmen können, sondern sie sich ein Seitenbild machen, also gewissermaßen ein Cousin, einen Neffen des wirklichen Ereignisses erzeugen. Mhm. Ja? Und über diese Beugung, ja, indem sie sozusagen die Wirklichkeitsmet in mehreren Chiffren nebeneinander stellen, ja, indem sie sich streuen, gewissermaßen. Mhm. Ja, machen sie. Vor allem zur Metapher gehört ja auch strukturell, dass Dinge zusammengerissen werden in eine Formulierung oder in ein Bild, die absolut nicht zusammengehören. Hm? Mhm. Ja. Also zum Beispiel Stalin und Rosa Luxemburg und Rosa kann man nicht Luxemburg als Liebespaar betrachten. Nein. Nachher wurde beschlossen, auch die überbliebenen Kinder Sejans zur Strafe zu ziehen. Obgleich die Erbitterung des Volks sich bereits gelegt hatte und die meisten durch die seitherigen Hinrichtungen besänftigt waren. Sie wurden also ins Gefängnis gebracht. Der Sohn begriff, was ihm bevorstand. Das Mädchen wusste so wenig davon, dass sie oft fragte, was sie verbrochen habe, wo sie hin solle. Sie wolle es nicht mehr tun, man könne sie ja mit der Rute abstrafen. Gleichzeitige Schriftsteller berichten, weil es für etwas Unerhörtes sei gehalten worden, ein unmannbares Mädchen mit der Triumviralstrafe zu belegen. So habe der Henker ihr mit dem Strick um den Hals erst beiwohnen und dann beide erdrosseln müssen, worauf diese Kinderleichname noch an die Gemonien wären geworfen worden. Triumviralstrafe, das ist. Das war Erdrosselung, ja. Ja, für geringere. Ja, 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 ja. Für Dienstboten. Ja, ja. Mhm. Mir fällt gerade eine Seltsamkeit auf bei Tacitus. Ja, das aber gilt nicht nur für ihn. Die kurzen Absätze. Hm? Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Art der Erzählung, für den Duktus der Erzählung. Also ob es schon das Fragmente ist, sind zu Lebzeiten. Ja, ja, ja. Und vor allem, es sind Paragraphen. Ja. Und er teilt die Wirklichkeit, die er beschreibt, in Paragraphen ein. Und gleichzeitig aber sind diese Paragraphen im Gegensatz zu Livius, der ja auch Paragraphen hat, nicht vollständig erzählt. Er lässt aus. Mhm. Und die Auslassung ist sein Informationsmittel. Das, was er nicht erzählt. Er erzählt eigentlich ganz, ganz elliptisch. Elliptisch. Und, und Livius erzählt seriell. Seriell. Ja, während zum Beispiel hier die Diskussionen, also er nimmt einen überflüssigen Satz, einige Schriftsteller erzählen. Damit relativiert er, es kann auch anders gewesen sein. Und dann kommt eine lange Debatte unter Juristen, über die sich auch ein Prinz, also der Kaiser, nicht hinwegsetzen kann. Über die Frage, darf man diese Kinder, ja, offenbar haben Interventionen stattgefunden, die wenigstens die Tochter retten wollen. Die Tochter wäre ja keine Bedrohung für den Kaiser. Die kann nicht Nachfolger ihres Vaters werden, irgendwie als Konsul oder irgend so etwas nach römischem Recht. Nein, hier muss die Grausamkeit auf die Spitze getrieben werden und auch diese Schwester muss getötet werden, denn die könnte ja einen Sohn haben. Ja? Es sind also sozusagen die Furcht vor künftigen Rächern. Ja? Was ist denn Politik? Na, ganz doof, diese bekannte Definition, Politik ist die Kunst des Möglichen. Aber zum Beispiel, vielleicht ist es einfach mit Beispiel, Sturm von Shakespeare. Hm? Das Problem der Verzeihung, Prospero verzeiht seinen Feinden. Hm? Irgendwann muss der tragische Konflikt aufhören. Muss aufhören, zerbricht seinen Zauberstab. Also verzichtet eigentlich auf seine Macht. Ne? Auch auf die Möglichkeit der Rache und der Wiedergutmachung und so. Und was aber offen bleibt, Antonio,
der Böse, also oder die Figur, die für das Böse steht, lebt. Und deswegen ist das ein offener Schluss. Du hast vorhin in dem Zusammenhang mit dem Roman von Alexander Beck eine sehr ungerechte Geschichte erzählt. Ja, das ist die erste Episode, das habe ich nicht hier jetzt. Aber das ist auch nicht wichtig. Das ist im ersten Kapitel schon. Ein Bataillonskommandeur, der hat ein neues Bataillon, ein Bataillon mit Rekruten. Die haben alle den Krieg nur im Kino gesehen. Und die Front kommt näher, also die Deutschen. Und die Soldaten haben eine absolut mythische Vorstellung von der technischen und auch kämpferischen Überlegenheit der Deutschen. Und es kommen ständig von der Front Deserteure oder Soldaten, die völlig demoralisiert sind, erzählen am Lagerfeuer abends die schrecklichen Geschichten von der Übermacht der Deutschen. Und der Kommandeur merkt, dass seine Soldaten Angst haben und hat Angst, dass die Schlacht bald kommt oder die Front bald da ist. Und er weiß nicht, wie er dieses Bataillon zusammenhalten soll. Und irgendwann aus reiner Verzweiflung fingiert er einen deutschen Angriff. Das heißt, er schießt ein MG leer, so über den Fluss. Und sofort ruft auch einer die Deutschen. Und alle rennen in den Wald und verstecken sich. Und einer, den er für einen besonders guten Soldaten hielt, aber auch ein neuer, der aber schon Führer einer Maschinengewehrabteilung ist, der schießt sich in die Hand und den lässt er dann am anderen Tag erschießen vor dem Bataillon. Das ist die Geschichte. Und das Interessante daran ist der umgekehrte Homburg und dass die Exekution erfolgt aufgrund einer Fiktion, eines fingierten Angriffs, was juristisch ganz schwierig ist. Also jedenfalls im europäischen Rechtsdenken vielleicht nicht machbar. Hm? Und da treffen sich einfach, oder da gehen so zwei Vorstellungen von Recht auseinander. Hm? Weil Feigheit vor dem Feind, ja, oder Selbstverstümmelung. Unter Einwirkung des Feindes setzt ja immer eine objektive Tat voraus. Ja, und das ist hier also eigentlich die Bestrafung einer Nicht-Tat. Hm? Ja. Warum hat er den bestraft und die anderen nicht? Um es deutlich zu machen. Weil der hat sich als Einziger selbst verwundet. Hm? Ja. Du bist eigentlich in den Ruinen der Moralität tätig. Das heißt, also in den Kellern davon. Das Bestürzende ist nur für mich, vielleicht liegt es an meinem Text, aber das ist, ich kenne nur zwei Leser dieses Romans, denen das aufgefallen ist, dieser Punkt. Bei den anderen geht das im Heroismus unter, dieser kleine juristische Widerhaken. Und ich habe den Eindruck, dass es auch dem Autor kaum aufgefallen ist. Der beschreibt Dinge, die er erlebt oder gehört hat, also als authentisch. Und es ist auch bisher keinem Zuschauer bei irgendeiner Aufführung von dem Ding aufgefallen, dieser Punkt. Das musst du noch einmal die Geschichte von Sejans Kindern nochmal frei erzählen. Ja. Ja, das ist was ganz Ähnliches vielleicht. Also der Sejan war der Hauptratgeber von Tiberius, ich glaube der Chef der Prätorianer, ne? Also sowas wie Beria für Stalin vielleicht. Der von einem Tag auf den anderen gestürzt wurde. Auf den anderen gestürzt wurde, aber nach dem Tod von Tiberius, glaube ich. Ne? Nein, er wird von Tiberius gestürzt. Von Tiberius noch, ja, doch, stimmt. Ja. Ja. Und dann werden seine Kinder auch zum Tode verurteilt.
Das sind Minderjährige. Seine Tochter ist aber noch Jungfrau und es gibt eine juristische Sperre, dass eine Frau darf nicht getötet, also zu Tode gebracht werden, bevor sie mannbar ist. Also muss der Henker sie vergewaltigen, bevor er sie erdrosselt. Das ist die Geschichte. Ja, ja. Das geschieht. Ja, ja. Und auf diese Weise wird die Rechtsordnung gewahrt und eigentlich auch gleichzeitig vergewaltigt. Aber der Kaiser hat nicht die Macht, die Rechtsordnung völlig zu brechen. Nee, also auf dem Papier jedenfalls muss alles in Ordnung sein. Das ist, glaube ich, wichtig, die Rolle des Papiers bei diesen Sachen. Wenn du beschreiben solltest... Und für die Russen gibt es Papier nicht, in dem Sinne, glaube ich, in dieser Tradierung. Oder das ist erst entstanden. Es ist also ein papierner Unterschied, ob die Deutschen angegriffen und einer macht Selbstverstümmelung. Ja, ja, ja. Denn also vom Praktischen her ist es ja kein Unterschied. Hm? Der hat ja wirklich geglaubt, es sind die Deutschen. Hm? Also materiell gesehen ist es kein Unterschied. Als Charakter ist er zu Recht bestraft. Ja, 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 ja. Aber vom Papier her ist es eine Rechtsbeugung. Hm? Und es geht eigentlich wirklich darum, dass man möglichst in jeder Situation, ganz gleich wie schwer es ist, alles sagt. Also nur das ist eine Lösung. Und zwar unabhängig, ob wer Politik zuhört. Besteht aber darin, dass man, also jetzt negativ, dass man je nach Situation bestimmte Dinge ausspart und andere aufbläst. Du hast jetzt ein negatives Projekt des Politischen gesagt. Ja, ja. Könnte man sagen, dass also die notwendige Antipolitik, die das wirklich Politische wäre, alles aussprechen heißt. Das würde ich sagen, ja. Ja, ja. Egal, ob es wer hört. Ja, ja. Thank you.